entscheidend, er will mir hier erscheinen, ich zeige das Buch mal ganz kurz her, dass Foucault bei dieser Szene, wo er auch in West-Berlin verhaftet wurde, als Kommunist Nietzschean und in Ost-Berlin auch, dass er da über Peter Brückner diskutiert hat. Peter Brückner war Psychologieprofessor, deswegen hat ihn das auch so interessiert, den Foucault. Und der Peter Brückner hatte also der deutschen Linken und persönlich auch Ulrike Meinhof erklärt, dass wenn sie so weitermacht, es nur logisch sein kann, dass sie im Gefängnis landen wird. Das ist diese Figur der Verknastungshypothese. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass Foucault durch seine Auseinandersetzung mit Peter Brückner aus dieser Verknastungshypothese herausgefunden hat. Das ist meines Erachtens nach wichtig, weil wenn man sich Überwachen und Strafen sozusagen in der Brillanz, die dieses Buch hat, reinzieht, dann sieht man, kommt man selbst, wie Foucault, in diese Position, dass man nur mehr sieht, dass die panoptische Überwachung sozusagen die kleine Zehe schon im Blick hat. Und da könnte man auch sagen, das ist eine panoptisch-paranoide Annahme. Und der Peter Brückner hat das also sehr, sehr klar gezeigt und hat gesagt, jetzt denkt's doch, da gibt's in Hamburg Studentinnen, die Widerstand leisten. Dort hat sich eine Gewerkschaft gesammelt, um einen Streik in Gang zu setzen. Und das war psychologisch sehr interessant. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass es Peter Brückner war, der Michel Foucault an der Stelle geholfen hat, weil er auch in seiner Wohnung zu Gast war. Im Übrigen eine Katze gestreichelt hat, weil Foucault Katzen sehr gern mochte, die Mescalero hieß. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, ist aber eine wichtige Geschichte in der deutschen Linken. Und der Peter Brückner hatte Berufsverbot und Foucault hat seinen Psychologie-Kollegen an der Stelle auch immer tatkräftig unterstützt und ist auch genau deshalb verhaftet worden, weil er solidarisch war mit Peter Brückner im Berufsverbot. Denn der Brückner hat nicht geschossen, überhaupt nicht. Der Brückner hat darauf gesagt, nehmt die Waffe nicht in die Hand. Und das war auch interessant in Paris, denn der Guattari hatte die Faschismusschriften von Trotzki publiziert und der Deleuze hatte mit Adriano Sofri und den Roten Brigaden sympathisiert. Und das führt zwischen Foucault und Deleuze eigentlich zu einem Bruch über lange Zeit hin. Eben weil der Foucault zum Beispiel gesagt hat, die deutsche Gesellschaft wäre keine faschistische Gesellschaft. Darüber kann man diskutieren. Er wird das im Spätwerk über den Ordoliberalismus von Walter Eucken durchdiskutieren. Ich bin übrigens der Überzeugung, dass die Adenauer-Ära sehr wohl die Einschätzung zulässt, dass es sich um eine faschistische Regierungsmentalität gehandelt hat. Aber es ist historisch korrekt, dass der Deleuze und der Foucault sich an der Stelle überworfen haben, weil Foucault gesagt hat, dieses Deutschland ist jetzt kein faschistisches Deutschland, Deleuze aber schon. Ist aber jetzt Frankreich, in Deutschland gab es genau die gleichen Debatten, in Österreich auch. Ist natürlich immer noch eine Frage der Kontinuität. Ich wollte nur daran erinnern.